Meine May, meine Tochter. All meine Liebe steckt in meinen Fotografien. Sie fanden Platz in meinem Herzen, nicht die Menschen. Ich dachte, das wäre ein echtes Date. Es ist eins. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich verstehe nicht, wieso sie mir nicht von ihrem Leben erzählt hat, als sie noch lebte. Vielleicht, um dir zu helfen, sie auf eine andere Weise zu sehen. Hallo, Michael Block von The Republic. Ich schreibe einen Artikel über ihre Mutter. Wie läuft's mit dem Artikel? Um ehrlich zu sein, war ich abgelenkt. Ich habe mir ausgemalt, wie ihre Antwort wäre, wenn ich sie frage, haben sie Lust, mit mir was trinken zu gehen. Und jetzt haben sie mich gefragt? Okay, in meiner Fantasie war die Frage nicht ganz so direkt. Irgendwie cooler, ja. Ich bin schrecklich beim ersten Date. Ja, gebe ich mich unnahbar, verletzlich oder witzig? Na, sei einfach nur du. Was? Ich frag mich, ist der Abend noch zu jung, um dich zu küssen? Er war nicht so jung. Nein, war er nicht. Er ist verliebt. Man sieht sofort an seinem Hundeblick. Ist echt peinlich. Wieso siehst du so aus, als würdest du beten? Vielleicht, weil ich's tun sollte. Wofür würdest du beten? Für mehr Willenskraft. Ich lese ihren Brief immer wieder. Willst du nicht mehr als das hier? Ich will dich. Was willst du denn? Meine Mutter konnte nicht besonders gut lieben. Was, wenn ich so bin wie sie? Woran merkt man, dass man für immer mit jemandem zusammen sein will? Weiß nicht, ich will's aber versuchen. Das wird aber sehr schwierig. Schwierig ist mir egal. Ich will mit dir zusammen sein. Ich habe nicht mal ansatzweise das gesagt, was ich sagen wollte. Hätte ich bloß nicht so viele Menschen verlassen. Ich habe sie gehen lassen. Nach 30 Jahren weiß ich immer noch nicht, wieso. Was hätten sie heute anders gemacht? Ich wäre ihr nachgefahren. Meine May. Ich wünschte, ich hätte so viel Mut in der Liebe bewiesen wie als Fotografin. Ich will dich nicht verlieren. Aber ich habe Angst, dich zu lieben. Du musst keine Angst haben. Was habt ihr vorhin gemacht, als der Strom ausgefallen ist? Sieh grad so, ich nipp mal schnell und lächle. Was ist das Letzte, woran du dich erinnerst, Danny? Er sagte, wir sollen rennen. Du hast nur überlebt, weil du ein sehr ungewöhnliches Mädchen bist. Du bist nicht allein. Nicht mehr. Weißt du, was Mutanten sind? Möchte jemand von seinem ersten Erlebnis erzählen? Rain? Ich war 13. Ich dachte, es wäre ein Traum. Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Sam? Ich habe Panik gekriegt. Menschen wurden verletzt. Roberto? Meine Freundin. Ich habe sie verbrannt. Eliana? Ich habe 18 Männer getötet. Ein nach dem anderen. Das ist kein Krankenhaus, das ist ein Käfig. Es ist wichtig, deine Kräfte zu kennen, damit wir dir helfen können, gesund zu werden. Ich habe was gesehen, was ich nicht hätte sehen dürfen. Ich glaube, wir sind nicht hier, um gesund zu werden. Dieser Ort lässt dich deine größte Angst so lange durchleben, bis sie dich umbringt. Er ist da. Wir können hier rauskommen. Gemeinsam. The New Mutants. Ich
bin sehr stolz, Bürgermeister dieser Stadt zu sein, die eine außerordentlich, nach gerade erschreckend geringe Kriminalitätsrate aufweist. Ich kenne ein bisschen Ihre Kriminalitätsstatistik. Und die ist ja wohl mega. Die sind alles in bester Ordnung. Da ist überhaupt nichts los. Genau das bisschen, das wir hier zu tun haben. Soll die Wache geschlossen werden? Ach, ficken. Ich meine, darf die uns einfach so auseinanderreißen? Was soll denn aus uns allen werden? Wir brauchen deine Hilfe bei einer polizeilichen Aktion. Ich soll klauen für die Bullen. Ganz genau. Was? Was? Egal was. Ja, nee, möchte ich nicht. Hilfe! Wir brauchen Straftaten. Straftaten sind die Basis unserer Existenz. Zur allgemeinen Information, wir haben gerade hier eine weitere Strafanzeige aufgenommen. Ja, irre. Ja. Eure Straftaten, das ist doch alles Fake, stimmt's? Wer weiß es. Geht es nicht so weit? Ich bin über dich im Bilde, Fräulein. Ich bin hier wirklich in der Provinz, oder? Mittendrin. Eine absolute Scheißschande! Bisschen wie im Fernsehen, oder? Ah, Kino ist geiler. Guten Abend. Shalom Shabbat. Es heißt Shabbat Shalom. Du musst sie einfach kennenlernen. Nein, 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 nein. Ich habe genug Freundinnen kennengelernt. Juicy? Ja? Das ist Maria, meine Verlobte, also... Nichts kann meine Lieblings-israelisch-deutschen Lesben toppen. Ich gebe Ihnen 2 Monate. Meine Mädchen! Hi. Du kannst jederzeit konvertieren. Besser, wir erzählen es unseren Familien noch nicht. Mama, wir planen eine Hochzeit! Wir planen eine Hochzeit! Ich denke, Sie haben den Ring bemerkt. Ja. Sind Sie Marias Eltern? Wer will das wissen? Der Mossa. Oh. War nur ein Witz. Ron. Ja. Oh. Echte Deutsche, was? Das ist das beste Projekt in der Klasse. Wir haben die Lesben, die Shoah. Willst du irgendwas andeuten? Wollen wir? Du wirst nicht heiraten. Das kommt gar nicht in Frage. Schon gar nicht Evas und Adolfs Brut. Oma. Die Verbindung zweier Kulturen ist nicht einfach. Und ich bin sehr stolz auf dich, wie du das meisterst. Es ist, als würde ich in einem Minenfeld leben, das nur darauf wartet, zu explodieren. Bombe! Passiert nämlich den Linken aus Tel Aviv. Können wir wenigstens ein Schabbatessen durchstehen, ohne dass wir über Politik streiten? Ich glaube nicht. Ich meine ja nicht, dass du konvertieren musst, aber wenn du Kinder kriegen willst... Du solltest besser deine Religion von unseren Fortpflanzungsorganen fernhalten. Meine liebste Sarah, es tut mir leid, dass wir so lange nicht gesprochen haben. Sarah, hier ist Isabella. Ich stehe vor unserer Bäckerei und warte auf dich. Vielleicht treffen wir uns bald und unterhalten uns über deine wunderbare Bäckerei. In Liebe, Mom. Mimi Coraci? Ja? Möchtest du für den Rest deines Lebens hier festhängen? Wovon redest du denn? Wir eröffnen die Bäckerei. Die Kosten für Einrichtung, Versicherung, Material. Ich kann das Geld besorgen. Bitte, jetzt sag mir, wo wir hingehen. Isabella. Mom hätte gewollt, dass wir die Bäckerei eröffnen. Also werden wir das auch tun. Oh, wonach riecht es hier? Katzenpisse. Croissants. Frisch aus dem Ofen. Ich komme wegen des Jobs. Ich war ein Freund deiner Mom. Das, was du machst, passt nicht zu uns. Das ist ein Rosenmakaron. Der Teig ist zu wenig verrührt. Wie bitte? Nicht viel, aber ein bisschen mehr rühren wäre gut. Du bist eine tolle Bäckerin. Deine Leidenschaft, die brauchen wir. Es geht los. Wow, Massen. Die kommen. Willkommen bei Love, Sarah. Es gibt hier noch 4 andere Bäckereien. Was macht eure so besonders? Sarah reiste gern, nicht wahr? Wir machen aus unserer Bäckerei eine Heimat fernab der Heimat. Das wird die Leute umhauen. Mmh, kostlich! Auf Sarah.
The mind can lie, but the body never can lie. I think I trust my body more than I trust my mind. Ich glaube, dass der Kopf das Innenleben und die Verfasstheit wiedergibt. I've used the female body as a sensual entity, but also a political space. Ich gehöre ja in diese 68er Generation und wütend war ich eigentlich auf alle. Different governments decide differently what should happen to the female body. I got the violence through the lens, and I got the misery. It becomes too much. I use the body as an instrument. What fascinates me is the fragility that it's a fundamental part of being a woman. Was hat eigentlich Kunst mit Widerstand zu tun? Wie sieht das denn eigentlich bei dir aus und was könnte man machen? I expect some of my art to heal. I'm taking energy of the public to go through that painful experience. I got liberated. The woman is the most powerful being on the planet. There is a rumor that Jesus Christ was a woman, but let's not go too far. 10. Ein Vorschlag zur Benennung einer neuen geochronologischen Epoche. Des Zeitalters, in dem der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die Prozesse der Erde geworden ist. Das Anthropozän ist der Zeitraum in der geologischen Geschichte, in dem der Mensch den Planeten an den Rand seiner natürlichen Grenzen gebracht hat. Der Mensch wird von einem Mitgestalter dieser Erde zu einem dominierenden Merkmal. Er beherrscht die Ozeane, prägt die Landschaft, jede Form der Kultur, die Tiere. Es könnte sich um eine katastrophale Wende von großem Ausmaß handeln. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Wir leben nun in einer veränderten Welt. Es ist ein so grundlegender Wandel in der Art und Weise, wie sich die Erde verhält, dass wir dies zum Ausdruck bringen müssen. Und zwar so überzeugend wie möglich. Für alle.